Ja, für mich bedeutet das halt, dass wenn man halt, wenn halt irgendjemand Hilfe braucht oder so, dass man halt dann es als selbstverständlich ansieht, dass man halt dann hingeht und ihm hilft. Es ist für eine Schule wichtig, sich immer wieder Zeit nehmen für ein Miteinander, weil wir tagtäglich in der Schule das Miteinander pflegen müssen. Und deshalb braucht man mal eine Auszeit, um darüber nachzudenken, wie wir dieses Miteinander weiter gestalten. Ich finde es toll, dass so viele Schüler, Eltern, Lehrer hier mitmachen, die Gemeinde mitmacht und dass wir zusammen heute einen Tag der Toleranz und der Freundschaft, der Vielfalt feiern können, so wie wir sind am Ernst-Mach-Gymnasium, vielfältig, tolerant und respektvoll. Was bedeutet für dich mehr Miteinander? Also, dass alle halt zusammenhalten und hier zusammen tun. Also, dass man zusammen etwas macht, also dass man nicht einen ausschließt und so. Weil wenn man einen ausschließt, dann ist er traurig. Dass wir keine Diskriminierung gegen andere haben wollen auf unserer Schule, sondern dass Hallo, wir herzlich willkommen. Für ein Miteinander. Hallo. Bedeutet Miteinander leben, vor allem in Europa, vor allem die Asylbewerber, viele Schüler oder Jugendliche denken, das bedeutet ja, da kommen welche aus dem Ausland und stören uns hier. Aber die Leute haben sich eben auch nicht ausgesucht. Asylbewerber, wenn man sich mal mit dem Begriff auseinandersetzt, weiß man, das heißt, die Leute, die staatlich verfolgt wurden, bekommen dieses Asylrecht eben. My father is from Texas, and I'm for equal rights, especially for gay marriage. I live in Turkey, and I live in Turkey, and I live in Turkey. I'm from Syria, and I'm from Syria, and I'm from Syria. Good morning, I'm Zasha, and my mother is Serbia, and I'm против racism. Bună ziua, eu sunt Andreas, familia mea este din România și eu sunt Petru Curaj. Belanglich.
Okay, ich habe ihn. So. Ich weiß, dass ich kein normales Kind bin. Nein, wirklich nicht. Klar, ich mache normale Sachen. Solche Sachen machen mich völlig normal. Und ich fühle mich auch normal. So innerlich. Ich glaube, es ist so. Der einzige Grund dafür, dass ich nicht normal bin, ist der, dass mich niemand so sieht. Aber ich weiß, normale Kinder werden nicht angestarrt, egal wohin sie gehen. Ich würde mir wünschen, dass ich einfach nur die Straße entlang gehen kann. Vielleicht mit Kopfhörern im Ohr. Vielleicht mit Pickeln. Nee, hat ja fast jeder. Oder eine zu große Nase. Ich meine, das haben doch auch andere. Schauen Sie sich doch einfach mal an. Bei mir beginnt dieses. Kinder laufen schreiend weg. Einmal waren da diese Kinder. Wenn ich morgen eine Wunderlampe finden würde. Ihr wisst schon, so ein Aladdin-Tag mit Geist und Wünschen und so. Von Eilen. Ich würde mir wünschen, so auszusehen wie ihr. Ich bin übrigens. Ich bin anders. Jeder von uns ist anders. Aber das ist auch gut so. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte einfach Sie und euch ganz herzlich beglückwünschen zu dieser ganz, ganz tollen Aktion.
und schon mal vielen herzlichen Dank sagen für die Hilfe, die ihr mit der Luftballonaktion unserem Asylhilfekreis an der Jesuskirche zugutekommen lasst. Toleranz bedeutet anzunehmen, dass Menschen anders leben, als ich es mir vorstelle. Toleranz muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Auch andere müssen meine Lebensweise zulassen. Und wie einem Menschen Respekt entgegengebracht wird, ist in den Ländern und Kulturen äußerst unterschiedlich. Oft kommt es zu Missverständnissen, weil wir fremde Kultur nicht gut genug kennen und sie unsere nicht. Zur Gemeinschaft und zum Miteinander. Das wird die große Frage und Herausforderung der Zukunft sein. Wir versuchen schon im Kleinen, im Asylhilfekreis, zu einem Miteinander und zu einer Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen zu kommen. Ich bin stolz, dass ich die Schulleiterin einer solchen engagierten, aktiven, lebendigen, jungen Gemeinschaft bin.